Dann kommt jetzt das letzte Level. Yep, das ist es. Ich glaube, ich baue jetzt zuerst mal wieder meinen Bomberhangar auf. Hast du den dabei? Der liegt hier. Ah, okay. Mein Bomberhangar brauche ich für dieses Level jetzt wieder. Der kann hier nämlich enorme Verwüstungen anrichten. Den werde ich hier auch gleich erstmal ein bisschen vorschicken, bevor ich da überhaupt irgendwas anderes mache. Und, na gut, ich kann zumindest erstmal mit dem anderen Flugzeug schon mal ein bisschen reinscouten. Das ist so eine Schieß dich durch die gegnerische Basismission. Ja. Und das ist eine richtig große Basis, weil ich meine, das ist quasi die Skriptblutstätte schlechthin. Die Skripts haben Basisverteidigung? Ja, das wundert mich auch immer wieder. Aber sie treffen mich. Im Prinzip muss ich schaffen, dass. Das hier ist der Kern und das Ding. Also da ist die Königin hier. Das Ding muss ich kaputt kriegen. Ah, okay. Vorher musst du was tun, damit du bestimmt musst du was machen, damit du den Schutzpanzer zerstörst. Ich muss diese Dinger hier kaputt kriegen da. Von denen gibt's ein paar und die muss ich alle wegmachen. Oder? Ah, okay. Da musste man irgendwas vorher machen. Naja. Keine Ahnung. Ich weiß es jetzt ja auch nicht mehr so genau. Interessante Möglichkeit, die Mission zu starten. Naja, dann schauen wir halt erstmal zum ersten Nerv-Point. Das Einzige, worauf ich wirklich aufpassen muss, dass es nicht kaputt geht, ist ja eigentlich wirklich nur noch der Leuchtturm. Alles andere auf meiner Insel, mit Ausnahme der roten Dreierkanone da hinten, ist schon blau. Ersten Left Point lasse ich jetzt mal ausfliegen und dann. Die magische Basis verteidigt. Dafür reicht's immer. Ah ja, da ist das erste von den Teilen. Bomber, komm raus. Ich brauch dich mal schnell. Der Bomber ist ja sogar blau. Ja, das ist er immer. Also das... Echt? Da nicht, dass mich drauf geachtet. Und reicht es noch Bombenweitwurf technisch?
darf ich jetzt aber kaputt machen, oder? Ja, das war ein Leuchtturm für den Engel. Was war denn das? Da war ein Artefakt drin. Ein Aircraft-Hangar. Gut. Da war ein Artefakt in dem Teil drin. Ein roter Aircraft-Hangar, der leicht anders aussieht als deiner. Könnte das sein? Ich weiß es jetzt gerade auch nicht, aber ich bin. Es ist ein Flugzeughangar, aber ob das jetzt andere Flugzeuge produziert, ist eine andere Frage. Das ist. Der produziert andere Flugzeuge. Jetzt treffen die noch. Und kann man überhaupt zerstören. Wäre interessant zu wissen. Nicht danach aus, ne? Wäre aber blöd, ich muss an denen vorbei. Ich darf von rechts rein. Ich kann nicht frontal reinfliegen. So eine automatische Zielsuchfunktion, aber Moment mal, da war da nicht irgendwas von wegen, da musstest du irgendwo einen Chor zerstören und der hat dann den ganzen Rest kaputt gemacht oder so. Ich weiß nicht, du bist eigentlich die Experte für dieses. Da ist noch ein Artefakt drin. Ich muss jetzt sowieso mal was ausprobieren. Gott, kostet das Ding viel Energie. Naja, das war halt die einzige Kontermöglichkeit für diese einen Kanon. Ich muss mal schauen, was das für Flugzeuge sind. Ich habe so eine grobe Ahnung, was es für eins ist, aber. Muss ich mal schauen, ob mir das überhaupt weiterhilft. Wenn ich die Flugzeuge nicht mag, kann ich ja jederzeit wieder meine alten hinstellen. Ja, das ist ja auch ein rotes Artefakt, ist ja auch nicht so schlimm. Das ist ein ultra wichtiges Werwertblau. Der sieht aber schon imposant aus. Komm, so. Ich habe so ein leichtes Gefühl. Okay. So ein Flugzeug ist das. Hat das Ding mehr Leben? Das Ding hält auf jeden Fall ordentlich was aus. Aber Schaden macht's keinen. Also ein richtiger Tank. Aber sieht gut aus. Ja, hat auf jeden Fall was. Also ich habe auf jeden Fall gerade gesehen, dass da noch ein. Kann man das Ding hier kaputt schießen? Oh, da war ich zu nah am Eisen dran. Auf jeden Fall habe ich vorhin gesehen, dass da noch ein Artefakt drin war in der Kanone. Vorhin hat er mir nämlich noch gesagt, dass mein Gürtel voll ist, weil ich da reingeprescht bin. Was ist da noch drin? Ich
roter Bomberhangar. Wieso haben die alle irgendwelche Flugzeughangars dabei? In den Kanonen. Das ist... Oh, was schief das Ding da? Ich weiß es ja nicht. Und das Crash. Geht doch nicht. Nee. Versuch mal jetzt. Ja, jetzt lassen sie sich kaputt schießen. Und überall schießen meine Dreierkanonen da drauf. Okay, für den bin ich anscheinend noch nicht nah genug dran. Das ist nicht irritierend. Wahrscheinlich so von wegen, ja. Damit die Chance besteht, dass da, dass irgendwas auf deiner Insel zerstört werden kann. Wieder so eine typische Trollmechanik. Cool, das hat sogar noch getroffen. Der gerade automatisch den Antrieb abgeschaltet hat. Schauen wir mal weiter. Okay, die kann ich nicht direkt antargeten, wieso auch immer. Probieren wir es mal mit dem hier. Die Dinger schießen mir die zwei immer so schnell runter, aber... Jetzt wieder dieses typische, du musst dir ran. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, ja. Nehmen wir einfach mal den nächsten Nav-Point. Okay, lassen sich immer noch nicht kaputt machen. Habe ich noch einen Nav Point? Yep, ich habe einen Nav Point.
ist erstaunlich. Ah, da wird was von dir zerstört, glaube ich. Kanone ist, glaube ich, von dir draufgegangen. Eine rote Dreier war das. Vorne rechts. Und da sind wir jetzt alle Kanonen kaputt. Ich bezweifle langsam, dass es eine gute Idee war, hier zu parken. Ja, mein Ziel wird jetzt auch kaputt. Jetzt? Was geht denn jetzt ab? Ja, ich bin hier voll im Kreuzfeuer, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja, ich glaube, die Mission muss ich gleich nochmal von vorne machen, wenn ich das richtig sehe. Ich komme hier momentan auch nicht weg, bis ich meinen Wachturm wieder aufgebaut habe und ich habe auch keine Verteidigungsanlagen mehr auf der Insel. Das, glaube ich, können wir gleich nochmal neu starten. Hat ja keinen Sinn. Also dann auf ein neues. Interessant, wie sich die Regeln dieses Levels einfach wieder mal ändern. Erst musst du nah ran, damit du die Kanonen verstören kannst. Dann interessiert es das Spiel nicht mehr. Dann kannst du plötzlich die Kanonen gar nicht mehr zerstören. Müsste eigentlich gleich das komische Ding da kommen. Ich glaube, da muss ich erst noch ein kleines bisschen näher ran, habe ich das Gefühl. Zumindest die Insel in die richtige Richtung drehen. Bestimmten kannst du ja nachher ran gehen, aber danach müssen wir mal gucken, was du anstellst. Die Brutstätten kann ich ja jederzeit zerstören, das hängt ja wirklich nur in den komischen Teilen da. Jetzt habe ich den Flugzeughangar da drin gesehen gerade. Ja, musst du wohl den Rest mit Flugzeugen machen, irgendwie da durchkommen und die restlichen Vögel zerstören. Muss ich mal schauen, ob ich das kann. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder den Nav Point.
Yachten da sein musst. Ach, Moment, ich brauche ein Flugzeug. Ist gerade irgendwo eins unterwegs. Yep, so. Hast du die Kanone überhaupt schon zerstört, oder? Der schon wieder. Was? Ich glaube, die Dinger hier müssen wir alle kaputt machen. Unter anderem. Wie es überhaupt geht. Ach, das sind ein paar Buchstaben. Die nehmen wir doch auch gleich mit. Oder hast du es einfach schnell die Außen manövrieren? Nö, nee, die können wirklich nicht. Kann ich die da? Ich meine nämlich, dass ich da irgendwo mal sowas kaputt machen musste. Ich dann auch aus. Wo ist denn das Flugzeug gerade? Speicher mal und zerstör die nächsten Knoten. Hinten den Turm, den du vorhin zerstört hast und das Level wurde, und das Level dann einfach beendet wurde. Das ist das Ding hier. Ja. Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Bis dahin habe ich das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, das doch schon mal. Nope, das ging nicht.